So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein paar Minuten hier im Radio unter uns und dann kommt das Fernsehen erst dazu. Da läuft im Moment noch was anderes. Schön, dass ihr da seid. Wie immer freitags freie und offene Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten und für euch kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50. Der erste Anrufer heißt Florian und ist 23. Hallo Florian. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich trage seit meinem 17. Lebensjahr Kompressionsstrümpfe. Und das ist mir ein bisschen peinlich. Weil Kompressionsstrümpfe, das sind so Strümpfe, die man bei vor oder nach Operationen anhat. Richtig. Bloß, ich habe Thrombose und diesen Strumpf muss ich lebenslang tragen. Ach, den musst du immer tragen. Ja. Das ist ja schon, wenn man im Krankenhaus ein paar Tage die Dinger anhat, äußerst unangenehm. Aber das ist nicht vergleichbar mit denen im Krankenhaus, weil das ganz normale sind und die jetzigen sind spezial angefertigte. Sind die genauso so stramm und noch fester. Noch fester. Also es gibt drei verschiedene Stufen davon. Und trägst du die bis oben an den Oberschenkeln? Hatte ich, aber ich hatte mit meinem Arzt gesprochen, jetzt nur bis zum Knie. Das geht dann ja noch. Ja, weil sonst trage ich die nämlich gar nicht mehr. Und du musst die tragen, weil du Thrombosen an den Beinen hast? Ja, seit dem 17. Lebensjahr. Und das kann man nicht operieren? Wurde schon operiert, 5 Stunden, aber es geht nicht mehr weg. Sie hat sich wieder neu gebildet und die bleibt auch. Und die bleibt auch? Ja. Und da kann man außer operieren und Strümpfen nichts gegen machen? Nee, ich bin auch noch Bluter, ich nehme Makomar, muss ich jetzt lebenslang nehmen. Mhm. So. Und sonst kann man nichts machen. Heißt das auch, dass du... Weiß ich jetzt, vorsichtig sein muss, dass du nicht so viel stehst, nicht so viel gehst, dass du die Beine hochlegen musst und sowas. Ist natürlich für einen jungen Kerl eine äußerst unangenehme Sache. Ja. So, das ist ja peinlich, sagst du. Ja, weil im Sommer, wenn man kurze Hose anträgt, das fällt auf, weil es sind so Hautfarben, sage ich mal, aber man sieht es trotzdem. Mhm. Ist das nicht auch irre unangenehm im Sinne von, dass man da gerade im Sommer sehr schwitzt drunter? Es geht eigentlich. Ich schwitze sowieso nicht so viel, aber es geht. Man hält es aus. Und musst du die auch zur Nacht anbehalten? Nee. Das nicht. Achso, nur wenn du gehst? Also wenn ich morgens aufstehe, am besten schon sollte man die im Bett anziehen, bevor das Bein überhaupt durchblutet wird, richtig, sage ich jetzt mal. Und nimm mal an, du bist dann abends zu Hause und guckst Fernsehen und legst die Beine irgendwie aufs Sofa. Kannst du dann ausziehen? Nee, also man sollte sie ausziehen, bevor man ins Bett geht. Also nur im Bett. Das heißt, das ins Bett gehen ist für dich immer eine ganz große Erleichterung. Ja. Das glaube ich. Auf jeden Fall. Wie reagieren denn so Leute darauf, wenn die das sehen? Die gucken. Also früher haben sie mich immer ausgelacht in Ausbildung oder so, in Sportunterricht. Mhm. Dann wollte ich am liebsten nie mitmachen. Und wenn nur in langen Hosen. Ja. Hast du eine Freundin zurzeit? Nee, zurzeit nicht. Ich hatte eine, aber die ist damit ganz locker umgegangen. Ja, kann man ja auch. Wenn man das so erstmal erklärt, dann ist es ja nicht so ganz schlimm. Ja, aber die Leute fragen ja nicht. Die gucken ja nur und machen sich ihre eigene Meinung. Mhm. Hast du gerade gesagt, welche Farbe die haben? Ja, Hautfarbe. Hautfarbe. Aber es gibt verschiedene Farben. Also im Krankenhaus wollte mir der schwarz anbieten. Das ist ja noch schlimmer, oder? Ja, es gibt aber in allen Farben. Ja. Ziehst du denn dann da drüber auch noch normale Socken? Ja. Das auch noch? Mhm. Ja. Gab es denn mal schon solche Reaktionen, dass du wirklich gedacht hast, Mann, ist das unangenehm, dass die Leute so drauf sind? Ja, nur während Sportunterricht von Freunden. Die haben es nicht verstanden und dann habe ich auch nichts mehr gesagt, weil mir wurde das zu blöd. Ja. Aber das ist ja so eine Sache, so habe ich das verstanden, damit musst du leben, ne? Ja. Das heißt, eine andere Möglichkeit bleibt mir nicht. Also nochmal operieren oder so geht nicht. Das hat keinen Sinn, hat der Arzt gleich von vornherein gesagt. Ja. Man konnte auch nicht feststellen, warum das so ist. Also es ist einfach da die Thrombose und... Und die kam mit 16, 17 ungefähr? Mit 17, ja. Mit 17. Vorher aber ganz normal alles? Ganz normal, ja. Wie merkwürdig. Dann hatte ich noch eine Lungenembolie gehabt. Mhm. Also der Arzt hat gesagt, wäre ich einen Tag später gekommen, wäre ich jetzt nicht mehr da. Mhm. Aber mit dieser Sache, mit diesen Strümpfen, das ist zwar unangenehm, aber da kannst du ein alter Mann mit werden. Könnte ich, ja. Aber der Arzt hatte damals zu mir gesagt, das Bein muss so oder so irgendwann mal ab. Ach so, so ernst ist das? Ja. Ach so. Und durch diese Blutverdünnung kann man das alles noch rauszögern. Verstehe.
Oh Florian, Mensch, dann wünsche ich dir wirklich, dass das noch lange so geht und hoffe auf die Medizin, dass die irgendwelche Sachen erfinden in der nächsten Zeit, ja, dass sie dir helfen können. Und ich finde, dass man sich ja überhaupt nicht schämen muss für und dass dir das peinlich sein muss, wenn du solche Strümpfe trägst. Mein Gott nochmal. Also wer da eine blöde Bemerkung macht, der disqualifiziert sich ja selbst, wenn er sowas sagt, finde ich. Ja, eigentlich schon. Ja. Mein Lieber, dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Alles klar, danke schön. Und wenn du eine neue Frau triffst, dass die da auch so locker mit umgeht wie deine letzte Freundin. Hoffen wir es mal. Ja. Lieber Florian, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön und super Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt domain@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer in die Mail schreiben und euer Thema kurz umreißen. Um was es geht, damit wir euch dann auch schnell zurückrufen können. So, und jetzt machen wir ein paar Takte Musik und warten auf die Fernsehzuschauer. Meine lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße ganz herzlich jetzt auch die Zuschauer vom WDR Fernsehen und von 1 Festival. Wir bitten zu entschuldigen, dass wir ein bisschen später im Fernsehen sind, aber nun sind wir da. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir haben wie immer freitags eine offene Runde. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Verbunden bin ich jetzt mit der Sonja. Sonja ist 35 Jahre alt. Hallo Sonja. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Also ich wollte eigentlich über unseren Albtraum unseres Lebens sprechen. Mhm. Der fing mit der Geburt unseres zweiten Sohnes an. Mhm. Der ist jetzt mittlerweile ein halbes Jahr alt. Ja. Kam mit beidseitiger Kiefer-Gaumen-Gesichtsspalte auf die Welt. Ja. Und der Haken dran ist noch, er ist blind. Jetzt kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen. Beiderseitiger Kiefer, wie hast du gesagt, Kiefer? Gesichtskiefer-Gaumenspalte. Beschreibst du das mal, wie der Kleine aussieht? Der Kleine sieht so aus, dass links von oben vom Auge, mhm, ganz außen, wo die Nase anfängt, mhm, bis runter zum Mund, mhm, alles offen war. Mhm. Da konnte man die Knochen alles sehen, mhm, und war alles mit Fleisch offen. Ja. Die andere Seite, die ist nicht so weit offen, da ist nur so ein Fingerbreit vom Mundwinkel. Mhm. Kann man sich vorstellen, da fängt dann die Spalte an, die geht vielleicht so einen Zentimeter hoch. Mhm, und der Gaumen ist halt total offen. Mhm. Da kann man bis zur Nasenscheidewand hochgucken. Also wenn er gähnt oder so. Ja. Was jetzt abgedeckt worden ist mit so einer Trinkplatte, ja, damit er auch Nahrung zu sich nehmen kann. Und speziell ein Sauger. Mhm. Ist denn an der Weitenöffnung, die du am Anfang beschrieben hast, ist da schon chirurgisch etwas gemacht worden? Ja. Das schon? Mhm. Also wie er 3 Monate alt war. Da konnte man das dann schon machen? Ja. Mhm. Und er ist auch erblindet, sagst du. Er ist blind. Also er kam ohne Augen auf die Welt. Ohne Augen auf die Welt. Und niemand hatte vorher geahnt, dass das Kind behindert sein wird? Also unsere Ärztin hat immer gesagt zu uns, er ist kerngesund. Mhm. Und darauf hatten wir uns verlassen. Mhm. Mittlerweile wissen wir, dass man bei der falschen Ärztin war. Man hätte es sehen können. Mhm. Was hättest du gemacht, wenn man es gesehen hätte? Also mein Mann und ich sind uns einig, das Kind wäre nicht auf die Welt gekommen. Mhm. Es klingt brutal, mhm, aber was wir
jetzt noch die nächsten Jahre mitmachen müssen, ist nicht einfach, zumal wir noch einen Sohn haben, der 2 ist, oder erst 2. Mhm. Und jetzt dadurch, dass unser Sohn dann ständig in der Klinik auch ist, relativ kurz kommt. Der 2-jährige Junge ist aber gesund. Der ist kerngesund. Der ist kerngesund. Ist denn der Kleine sonst, was die anderen Körperfunktionen anbelangt, ist er da gesund? Gott sei Dank ja. Gott sei Dank ja. Also erst hatten sie den Verdacht, es könnte ja sein, dass er auch geistig nicht fit ist. Kann man da jetzt in dem Alter schon was sagen? Ja. Das kann man schon. Ja. Er ist Gott sei Dank alles, was gehirnmäßig ist, alles vorhanden. Er reagiert auch auf Reizungen. Das heißt, dass er geistig ein ganz normaler Mensch mal... Ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Also er kann nur mal studieren, egal. Also kann man denn... die, was du gerade im Gesicht beschrieben hast, die mit dem offenen Gaumen und das, was vielleicht noch nicht so richtig gerichtet ist, kann man das, wenn er älter ist, chirurgisch einigermaßen in Ordnung bringen? Also wir haben jetzt am Donnerstag die 2. OP gehabt. Mhm. Da wurden die Lippen gemacht, weil er hatte ja, kann man sagen, die Oberlippe war ja doppelt so groß als normal. Mhm. Die wurde jetzt angeglichen, dass sie normal ausschaut. Mhm. Das kann man noch machen. Den Gaumen kann man machen, wenn er so knapp ein Jahr ist oder ein Jahr drüber ist. Mhm. Das Einzige, was halt wirklich bleibt, sind die Augen. Mhm. Da sind wir Gott sei Dank so weit, dass wir am 10. Juni nach Rostock müssen. Dort werden dann Expander eingesetzt. Was heißt das? Expander, die weiden die Augenhöhlen, dass wir dann, wenn er mal 2 ist, so Glasaugen, Glasschalen drüber kriegen, dass er irgendwann ausschaut, als hätte er ganz normale Augen. Ach so. Aber dadurch muss man ja erst das Innere weiten. Mhm, verstehe. Damit, wenn man da nichts tut, kann es sein, dass sonst der Kopf sich verformt und das Wuchern anfängt und dann schaut er irgendwann aus wie ein Monster. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn wir das gewusst hätten, wäre der Junge nicht auf die Welt gekommen. Nee. Das heißt, du und dein Partner empfinden dieses Kind als Belastung? Anfangs ja. Und wie ist es jetzt? Also ich muss auch sagen, die ersten 2 Tage im Krankenhaus, ich persönlich habe da wirklich überlegt, ob wir das Kind nicht zur Adoption freigeben, weil ich das einfach psychisch, weil ich dachte, ich kriege das nicht im Griff. Wahrscheinlich war der Anblick auch schlimm. Ja. Das glaube ich. Ja. Wie ist es heute, ein halbes Jahr später? Heute ist es unser Sohn. Ach, er ist heute akzeptiert? Ja, unser Sohn. Ich bin sehr, sehr beruhigt. Ich hatte die Sorge, es hörte sich gerade so an, dass du heute dieses Kind auch noch ablehnst. Und nein, das nicht. Nee, nee. Die erste Zeit, ja. Was heißt abgelehnt? Eigentlich nie, aber innerlich hast du halt wirklich gedacht, Mensch, was kommt da alles auf dich zu? Schaffst du das? Zumal ich ja körperlich auch nicht so gesund bin. Ich hatte 2002 einen Herzinfarkt. Und die ganze körperliche Belastung und mein Mann nicht so ganz gesund, also da war schon... Ich verstehe, das ist eine enorme Belastung für eine Familie. Ja. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, es ist natürlich alles sehr, sehr schlimm und sehr traurig. Ja. Aber es hat ja auch noch was Hoffnungsvolles, dass wenn der Junge chirurgisch irgendwann mal hergerichtet ist, ich sag's mal so salopp, und er geistig fit ist, kann er ja unter Umständen ein relativ normales Leben irgendwann führen. Vielleicht sogar mit einem tollen Beruf. Wie du sagst, er wird studieren können. Er wird, wenn er so schlau ist. Wenn er so schlau ist. Wie er jetzt tut, wird er das machen, ja. Ja, ja. Oder kann er es machen. Und ich habe gerade hier in dieser Sendung schon mit so vielen Behinderten oder auch nicht sehenden Menschen gesprochen, die ihr Leben so toll gemeistert haben und das so gut auf die Reihe bekommen, dass mich das immer sehr beeindruckt, wenn ich das höre. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist nur das Umfeld. Also die Menschen können sehr grausam sein. Wie grausam sind die denn? Geht bis zu Beleidigungen, geht so weit, dass wir uns auch eine Zeit lang nicht mehr aus dem Haus getraut haben. Mit dem Kleinen? Ja. Weil die Leute dich beleidigen oder euch beleidigen, dass ihr ein behindertes Kind habt?
Zum Beispiel, ja. Oder weil wir haben jetzt so einen Parkberechtigungsschein, dass wir uns auf einen Behindertenparkplatz stellen dürfen. Ja, ihr schaut nicht behindert aus, also schleicht euch von dort. Oder solche Sprüche kommen halt dann. Gibt es auch schlimme Bemerkungen über das Kind, wenn jemand das Kind sieht und dann irgendeine Äußerung von sich gibt? Das Schlimmste war bis jetzt, was habt ihr für ein Monster auf die Welt gebracht? Das seht ihr mal, dass ihr keine Kinder hättet kriegen sollen. Ist ja unfassbar. Das hat jemand euch ins Gesicht gesagt? Kanntet ihr diese Person? Nein. Ein fremder Mensch? Ein fremder Mensch, der wo zufällig in den Kinderwagen geguckt hatte. Unfassbar. Unfassbar, was Menschen tun. Oder auch beim Einkaufen, wir haben dann nur noch so über den Maxi-Cosi halt dann eine Stoffwindel drüber, dass keiner reingucken konnte, weil wir uns nicht mehr rausgetraut haben. Ihr müsst damit jetzt ganz offensiv umgehen. Das ist euer Kind und das Kind ist gut, so wie es jetzt ist. Und ihr müsst es so annehmen und dazu stehen. Wir stehen mittlerweile, wie gesagt, aber es sind halt wirklich so Sachen, wo es manchmal steckst du Beleidigungen und Bemerkungen sehr gut weg. Klar. Und dann sind dann mal wieder Tage dabei, da kannst du einfach nur nach Hause und heulen. Wie war denn das zwischen dir, also der Unterschied, du, die Mutter, und dein Mann, der Vater, hast du das Kind eher voll akzeptiert als er? Ja. Ja, das ist aber, glaube ich, auch natürlich, ne? Das ist der Mutterinstinkt, dass man da eher das Kind dann akzeptiert. Es war anfangs so, dass alles, was ihn betroffen hat, die Pflege, du musstest ja ständig die Wunden versorgen mit Antibiotika und alles steril halten. Die Platte musste immer wieder mit Haftcreme, muss ja alle 24 Stunden neu gemacht werden. Das alles blieb an mir hängen. Zumal der Tag und Nacht ja nicht unterscheiden kann, kam er anfangs alle Stunde oder alle halbe Stunde nachts, vor allem nachts. Und ich irgendwann auch seelisch und psychisch fertig war, ich konnte nicht mehr. Das heißt, dein Mann hat es nicht gemacht? Nein. Er mochte ihn auch gar nicht anfassen? Anfassen, das schon. Aber wie gesagt, was Pflege. Mal Füttern betraf, blieb alles an mir hängen. Aber das ist jetzt auch anders. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Wie ist es denn so, wenn so Verwandtschaft kommt, bemerkst du, dass die eine Hemmung haben, dieses Kind zu streicheln, anzufassen? Wir haben keine Verwandtschaft, das ist das Problem. Ach so. Ja gut, oder Freunde oder... Freunde, also wir haben bis jetzt nur eine sehr gute Freundin, die wo bis jetzt bei uns war. Es war schon mit... kann ich es anfassen und war schon zur Rückschreckung. Dann so unsere Nachbarn und waren alle sehr geschockt. Die meisten trauen sich ihn nicht anfassen. Ein paar ja. Ein paar haben da wirklich, ich möchte damit lieber nichts zu tun haben. Es ist schlimm, dass es immer noch so ist auf der Welt und auch in Deutschland, wo man so viel Aufklärung schon mitgemacht hat und so viel berichtet wird über Behinderte, aber es ist immer noch schwierig und man ist immer noch stigmatisiert, wenn man, ja, wie ihr jetzt Eltern von einem behinderten Kind seid. Ja. Ich möchte euch sehr, sehr viel Kraft wünschen, aber ich glaube, das habt ihr auch. Ja. Nach dem ersten Schock, ich glaube, dann wird man so stark und dann zieht man so eine Sache auch durch. Also ich meine, gestern war es dann schon so, soll man ihn wirklich operieren, nochmal die Gefahr aussetzen, war dann schon, weil wir kannten ja ihn nicht anders, wie er aussah. Aber mittlerweile, nachdem er das so gut weggesteckt hat, er hat auch keinen Tropf mehr dran, nichts mehr, haben wir gesagt, war doch der beste Schritt jetzt. Da auch einmal normal, dass nicht jeder ihn gleich anschaut als Monster, sondern als normales Kind. Ihr habt eine sehr große Lebensaufgabe. Und das ist ja auch eine tolle Sache, wenn man die dann meistert. Wenn es auch so schwer, wenn es auch sehr schwer ist, aber es ist eine Aufgabe und eine gute Aufgabe, finde ich, einem Menschen so beizustehen und ihm wirklich so gut wie es irgend geht in ein normales Leben hineinzuhelfen. Das finde ich eine große Aufgabe. Da hilft schon sein großer Bruder. Ja, genau, das ist ja auch sehr schön. Also der liebt ihn über alles, der kennt ihn nicht anders da. Genau. Und ich denke mal, die werden das meistern. Ja. Liebe Sonja, grüß herzlich deinen Mann von mir. Mach ich. Ich wünsche euch beiden alles Gute und viel Kraft und toi 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 für alles. Ich wollte halt nur anderen Leuten, die wo vielleicht irgendwann auch so ein Kind auf die Welt bringen, irgendwo Mut geben, dass es mit jeder OP wirklich besser wird. Ja, man kann so viel machen heutzutage schon. Ja. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss.
0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio, bei uns live, im WDR Fernsehen oder bei uns Festival, dann meldet euch. Oder mailt domian@wdr.de und schreibt bitte in die Mail eure Telefonnummer dann auch rein. Weiter geht es mit der Veronika und die ist 24. Hallo, guten Morgen, Veronika. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, fällt mir ein bisschen schwer, das zu erzählen. Also, ich habe vor ein paar Wochen einen Mann kennengelernt. Mhm. Ja, und bin dann auch mit ihm dann irgendwann im Bett gelandet. Mhm. Wir haben eine Nacht zusammen verbracht. Und ja, ich muss vorwegnehmen, wir haben auch erst Kondome benutzt. Mhm. Und ja, dann fing er halt an, mich irgendwie da zu überreden und zu belatschen, sage ich mal, ob wir das nicht weglassen könnten. Echt, in der ersten Nacht schon? Ja, weil es hat auch, also ich muss dazu sagen, es hat auch irgendwie nicht so gut geklappt mit dem Kondom. Mhm. Und ich meine, klar, ich weiß, ich bin auch selbst schuld, blöd wie ich war, habe ich mich darauf eingelassen. Und ja, kaum, dass der Geschlechtsverkehr vorbei war, kam dann der Hammer. Er guckte mir ins Gesicht und sagte mir, er müsste mir noch was sagen. Er hätte eine Hepatitis C. Müssen wir hinzusagen, Hepatitis C ist eine äußerst schwere Erkrankung. Ja. Und kann man durchaus in einem Atemzug mit HIV, mit AIDS nennen. Ja. Also das... Das hat er dir danach gesagt? Das hat er mir danach gesagt. Wir lagen noch Arm in Arm da und dann sagte er mir das einfach so. Und die, vielleicht muss man das auch noch dazu erklären, dass die Übertragungsweise bei HIV ähnlich ist, ja, bei Hepatitis C eben, ja, durch Körperflüssigkeiten und so weiter. Ja, also es ist wohl, ich habe mich mittlerweile auch ein bisschen informiert, also es ist hauptsächlich natürlich über Blut übertragbar, mhm, aber auch über Geschlechtsverkehr. Mhm. Ich habe im ersten Moment wirklich gedacht, mich trifft ein Schlag. War dir klar, was Hepatitis C bedeutet? Oder musstest du dich erstmal... Nein, also schon umrissartig. Hm, weil das ist ja nicht so sehr bekannt. Ja, ja. Mhm. Also schon, weil also ich habe mich als in jüngeren Jahren mal gegen B impfen lassen. Mhm. Das war damals irgendwie, das hatten sie bei uns in der Schule ganz groß, so das Thema in Biologieunterricht und so. Und ja, ich habe dann im ersten Moment, habe ich erstmal das wirklich gehofft, dass es nur ein übler Scherz ist. Wie hast du denn in dem Moment, also ich stelle mir diese Situation auch unfassbar vor, da hat man Sex mit jemandem, ja, mit, ja, und dann sagt er übrigens, ich habe Hepatitis C. Ja. Was ist denn mit also dem? Er sagte das so irgendwie so, ja, du, ich muss dir da noch was sagen. Und sagte mir das dann ins Gesicht. Warum sagte er das nicht vorher? Das ist genau das, was ich mich frage. Mhm. Wie hast du auf ihn reagiert? Also im ersten Moment habe ich ihn sofort von mir gestoßen, das war wirklich ein Schlag, wie ein Schlag in die Magengrube so. Mhm. Dann habe ich erstmal gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du willst mich jetzt verarschen, das ist nicht witzig. Also na, ich bin natürlich sofort ganz aufgeregt geworden. Mhm. Dann habe ich aber an seiner Reaktion gemerkt, dass es kein Witz war. Und er fing dann sofort an, irgendwie da zu dementieren. Ja, ich sollte jetzt keinen Aufstand machen und das wäre doch nicht so schlimm. Und es wäre bestimmt nichts passiert und ich bin völlig ausgerastet. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, warum hat der dir das in der Situation gesagt? Wenn er es, das weiß ich auch. Warum? Dann hätte er es ja auch ganz überschweigen können. Ja, er meinte dann irgendwie, also er versuchte dann irgendwie mich da noch zu beschwichtigen. Er wollte mir das sagen, weil er diese Lüge irgendwie, damit könnte er nicht leben. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, sag mal, du hast die doch nicht mehr alle, warum sagst du es dann nicht vorher? Mhm. Und da sagte er dann, er hätte Angst gehabt, dass ich gehen würde. Mhm. Ich sag mal, die ganze Sache wäre nicht so schlimm gewesen, wenn wir es dann beim Kondom belassen hätten. Weil wir hatten ja vorher Kondome benutzt. Wo du natürlich trägst du in dieser Sache auch Schuld. Ist ja, klar, natürlich, ne? Dass du, ich weiß. Da muss man nicht drüber reden. Das liegt jetzt ein paar Wochen zurück, das Ganze. Ja. Hm. Warst du bei einem Arzt? Ja, ich bin sofort am nächsten Tag, habe ich sofort meinen Frauenarzt und meinen Hausarzt die Tür eingerannt, mhm, und habe mich da erkundigt. Die waren auch erstmal so ein bisschen überfordert und haben auch erstmal überlegt, kann man überhaupt präventiv noch irgendwas machen, mhm, also prophylaktisch. Ist nicht möglich. Und dann kamen sie erstmal auf die Idee, ich müsste ihn anrufen, sagte mein Hausarzt, und herausfinden, wie sein Arzt heißt. Mhm. Und ihn wirklich beknien, dass er mir den Namen seines Arztes nennt, damit, mhm, mein Arzt erstmal mit diesem betreffenden, mhm, Arzt sprechen kann. Mhm. Ja, das habe ich dann auch gemacht, schweren Herzens. Mhm. Er hat mir auch tatsächlich den richtigen Namen gesagt und mein Arzt hat sich dann erstmal mit dem Arzt von dem Kerl in Verbindung gesetzt, um das erstmal abzuklären. Ja. Und es stellte sich halt heraus, dass es tatsächlich so ist. Also, ja, der hat eine Hepatitis C und das auch schon seit etlichen Jahren. Ja. Und er hat auch nie was dagegen unternommen. Ich hatte gerade eine Sekunde so eine Überlegung, als du es erzählt hast. Vielleicht hat der das nur gesagt,
um dich zu schocken, um dich klein zu machen oder. Das hätte ich gehofft, aber. Aber offensichtlich stimmt es dann ja. Ja, es stimmt. Gibt es so eine Art, das weiß ich gar nicht, so eine Art Inkubationszeit bei HIPAA? Ja. Ja, das ist auch das Problem, was ich momentan habe. Also es ist wirklich sehr vergleichbar mit HIV. Mhm. Also man kann natürlich zwischendurch schon Bluttests machen und gucken, ob sich irgendwas verändert. Mhm. Ein sicheres Ergebnis hat man erst nach circa 3 Monaten. Nach 3 Monaten auch erst. Ja. Mhm. So, das heißt, jetzt eine Zitterpartie von 3 Monaten liegt jetzt vor dir. Ich sitze hier und versuche das natürlich irgendwie gut, so gut es geht, irgendwie zu verdrängen. Mhm. Es gibt ja, wenn man die große Sorge hat, sich mit HIV angesteckt zu haben, kann man ja sofort ein Medikament nehmen, um die Ansteckung rückgängig zu machen. Ja. Das gibt es aber bei Hepatitis C, glaube ich, nicht. Laut meines Arztes nicht. Nein, also, das ist so, ja. Es gibt eine Therapie, die man machen kann, sobald man das feste Ergebnis hat. Mhm. Das ist eine Alpha-Interferon-Behandlung. Mhm. Das ist, ich weiß auch nicht ganz genau, was es ist, aber es ist ein Mittel, was halt irgendwie die ganz stark wohl die Abwehrzellen vermehrt. Mhm. Und das ist auch eine Therapie, die wohl nicht ohne ist. Mhm. Die dauert ein halbes Jahr bis ein Jahr und ist wohl wirklich schon fast vergleichbar mit einer Chemotherapie. Mhm. Also mit heftigsten Nebenwirkungen und so. Mhm. Das ist halt die Option, die ich habe, wenn ich mich wirklich angesteckt haben sollte. Jetzt lass uns nochmal über die Wahrscheinlichkeit sprechen. Also es muss in kleinster Weise Blut geflossen sein. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht genau. Da widerspricht sich auch alles, was ich bis jetzt irgendwie gelesen und gehört habe. Ja, also da können dir selbst die Ärzte nicht richtig eine Erklärung geben. Also mein Arzt sagte, es gibt die Möglichkeit auch über ganz normalen Geschlechtsverkehr, wie das jetzt genau von sich geht, weiß ich auch nicht. Das heißt, kein Arzt hat dir bisher eine Wahrscheinlichkeit sagen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dich angesteckt haben könntest? Nee, bis jetzt nicht. Das kann also 50-50 sein, es kann 1 zu 10.000 sein. Ich weiß es wirklich nicht genau. Mhm. Und ganz davon abgesehen, macht mir natürlich auch dieser menschliche Aspekt da irgendwo zu schaffen, ne? Weil, ja, das ist jetzt die nächste Frage. Ja. Kann man da strafrechtlich was machen? Hast du dich erkundigt? Also bei HIV kann man das. Bis jetzt noch gar nicht. Wenn also jemand bewusst jemand anderen ansteckt, ist das strafrechtlich relevant? Ich habe mir da meine Gedanken mal drüber gemacht. Ich habe mich bis jetzt noch nicht erkundigt. Und ich habe halt auch überlegt, wenn man sowas machen würde, würde natürlich sicherlich auch vieles auf mich, sage ich mal, drauf zukommen, sage ich mal. Das schon, ja. Und, aber ich finde, dass so einer ordentlich einen verpasst bekommen muss, weil das wird ja, vielleicht bist du nicht die Erste und vielleicht wirst du nicht die Letzte sein, mit der er so etwas gemacht hat. Also ich glaube, ehrlich gesagt, der Typ ist nicht ganz richtig im Kopf, wenn ich das mal so ganz platt sagen kann, weil, also er meinte dann im Nachhinein, ich sollte nicht so ein Theater machen und er hätte in den letzten Jahren da Freundinnen gehabt und Frauen gehabt und die hätten sich angeblich alle nicht angesteckt. Ich weiß nicht, wie er das wissen möchte. Mhm. Na, das ist, aber es ist wirklich hammerhart, so, ne? Also, schlimm ist natürlich jetzt die Zeit des Abwartens. Ja. Ne, das ist völlig klar. Und dann ist wirklich die Frage, ob du, wie du das, also ich würde mich erstmal mit einem Rechtsanwalt zusammensetzen und mich beraten lassen, wie das ist, was man da machen kann. Ich vermute mal fast, dass man da schon was machen kann. Und wenn du stark und stabil genug bist, würde ich den anzeigen. Ja, deine Redaktion hatte mir jetzt auch schon mich darauf aufmerksam gemacht. Es stand jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Fall in der Zeitung mit einem Mann, der absichtlich Frauen mit HIV infiziert hat. Mhm. Das habe ich zufällig auch gelesen und das hat mich auch irgendwie daran erinnert. Mhm. Mhm. Ja, klar, die Erinnerungen kommen ja sofort, die Assoziation dahin, ja. Mhm. Ich finde es einfach unfassbar. Ich sage mal, dieser Mann ist ja auch irgendwo eine tickende Zeitbombe. Eben, deswegen müsste eigentlich gegen ihn vorgegangen werden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Hepatitis C haben. Also ich habe das mal im Internet gelesen. Mhm. Und ich sag mal, wenn man sich schützt, ist es ja in Ordnung. Mhm. Natürlich können diese Menschen auch einen ganz normalen Verkehr haben und so, ist ja klar. Aber dass er mir das einfach hinterher sagt, das ist einfach das Hinterletzte, ne? Das ist wirklich unfassbar. Das ist unfassbar. Das ist auch unfassbar. Mhm. Vor allen Dingen, er machte dann noch einen irgendwie, als wenn er das Opfer wäre, fing an, da rumzujammern und er wollte mich nicht verlieren, weil also die Sache war ja nicht als One-Night-Stand ausgelegt, sondern wir wollten uns eigentlich schon näher kennenlernen irgendwie. Aber also, gar nicht. Jetzt bleibt eigentlich nur dir wirklich von ganzem Herzen die Daumen zu drücken, dass es gut gegangen ist. Ja, vor allen Dingen kann ich dazu noch sagen, also sowas passiert mir bestimmt nicht nochmal. Ich glaube, du wirst nie wieder Sex ohne ein Kondom haben. Nee. Es sei denn, du bist wirklich mit einem festen Partner und alles ist komplett klar und so weiter. Könnte man auch als Warnung wirklich nochmal rausgeben. Weil immer wieder. Es ist wirklich nicht nur HIV, es gibt da echt so viel anderes. Und aber Veronika, was meinst du, wie oft ich das hier predige? Ja. Und ich mir manchmal schon blöd vorkomme dabei, aber ich mache es immer wieder.
im Eifer des Gefechts, glaube ich, öfters, dass man irgendwie kopflos wird. Ich sage immer, so geil kann man doch gar nicht sein, dass man das alles vergisst. Das ist mir unbegreiflich. Ja. Aber man rechnet mit sowas auch wirklich nicht. Also, mach dich schlau beim Rechtsanwalt. Ja. Und wir hoffen mal wirklich ganz, ganz inständig, dass es gut gegangen ist. Okay. Und du mit diesem Warnschuss einfach davon kommst. Das hoffe ich auch auf jeden Fall. Und dann feierst du deinen zweiten Geburtstag. Mach ich. Alles Gute von Herzen, Veronika. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Herzlich willkommen. Daniel, 21. Ja, hallo. Hallo Daniel. Um was geht's? Ja, bei mir geht das darum, ich hatte 2005 hatte ich einen schweren Autounfall. Mhm. Und da ist mein bester Freund damals, hat sich wohl so schwer verletzt, dass er jetzt seinen ganzen Arm gelähmt hat. Mhm. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass es nicht meine Schuld war. Du warst der Fahrer. Ja. Du warst so ein ganz junger Fahrer damals. Ja, ich hatte da gerade 3 Wochen meinen Führerschein. Ja. Und dann habe ich das Auto mit 100 km/h ungebremst gegen einen Baum gesetzt. Mit 100 km/h ungebremst gegen einen Baum? Ja. Warst du besoffen oder was? Nein, es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass jemand an meinen Bremsen da was gemacht hat und dass ich gar nicht mehr bremsen konnte. Ehrlich? Ja. Das klingt ja eher wie eine Krimi-Geschichte aus dem Fernsehen. Ja, und es hat sich bis jetzt heute noch nicht herausgestellt, wer es war. Das heißt, die Polizei hat oder die Versicherung hat das Auto untersucht und da kam. Und du kannst dich auch daran erinnern, dass du auf die Bremsen getreten hast und es funktionierte nicht? Ja, also. Aber wer macht denn sowas? Ja, ich weiß es nicht, also. Und seitdem an habe ich jetzt auch ziemliche Probleme, auch mit der Familie, weil die dann auch sagen jetzt, ich habe versucht, ihn umzubringen, obwohl es ja... So, sag nochmal, Entschuldigung, da habe ich dich gerade ein bisschen unterbrochen. Wie verletzt war oder ist dein Freund oder wie behindert ist dein Freund heute? Also er kann seinen ganzen linken Arm nicht mehr bewegen, also kann damit gar nichts mehr machen. Ja. Und er hat auch ein bisschen sowas mit der Psyche, also... Mhm. Er kommt da auch nicht so drauf klar, hat auch schon versucht, sie selber umzubringen deswegen. Mhm. Und die Familie von ihm glaubt mir auch nicht, dass es nicht meine Schuld war. Wie schwer warst du denn verletzt eigentlich? Ja, ich hatte eigentlich Glück, dass ich nicht angeschnallt war. Ich hatte nur meine beiden Knie gebrochen. Wäre ich noch angeschnallt gewesen, hätte der Anschnallgurt nicht so sozusagen erwirkt. Mhm. Da hatte ich eigentlich ziemlich viel Glück, dass ich mich nicht angeschnallt habe. Das ist jetzt mal eine große Ausnahme. Im Prinzip ist es sehr, 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 sehr wichtig, angeschnallt zu sein. Ne? Ja. Muss man dazu sagen. So, die Familie von ihm glaubt dir nicht. Ja. Aber geht es da um Glauben? Wahrscheinlich ist das doch eine hochprofessionelle Sache gewesen von Versicherung und Polizei, dass die das untersucht haben und dass es dann irgendwie amtlich niedergeschrieben worden. Ja, ich habe den auch versucht, der Familie das Schreiben von der Polizei zu geben, dass es nicht meine Schuld war. Und da hat der Vater von meinem besten Freund hat dann gesagt, dass mein Freund sich nie mehr wieder bei mir melden wird. Und er hat dann auf gut Deutsch das ganze Schreiben dann zerrissen. Hm. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich sollte mir mein ganzes Leben lang damit Vorwürfe machen. Und damit komme ich heute noch nicht so recht klar. Weil hat er dein Freund sich nochmal bei dir gemeldet? Nee, der Vater hat mir jeglichen Kontakt jetzt zu mir verboten. Wie kam das denn? War das eine Landstraße, auf der du gefahren bist? Ja, und dann kam eine Kurve, wollte ich bremsen, und dann ging ja gar nichts mehr. Hm. Aber jetzt nochmal gefragt. Ich meine, das musste dich doch wahrscheinlich endlos beschäftigen. Wer manipuliert an deinen Bremsen? Wer kann das überhaupt? Und wer sollte daran ein Interesse haben? Ja, das tut mich heute noch beschäftigen, wer das gewesen sein kann. Und bis jetzt ist mir da jetzt nur noch keiner eingefallen. Nur ich kann, seitdem kann ich da auch nicht mehr so richtig gut schlafen. Ich habe jetzt auch ziemlich viel angefangen zu trinken, deswegen, dass ich überhaupt mal nachts schlafen kann. Ich muss nochmal fragen, weil das geht mir nicht in den Kopf mit diesen Bremsen. Hast du es denn vorher nicht gemerkt? Ich meine, man fährt ja nicht von 0 auf 100 und muss dann plötzlich dann bremsen. Bremst da vorher schon mal so ein bisschen irgendwie. Nee, ich habe ja genau an der Landstraße gewohnt. Also es ging nur ein kleiner Feldweg und da war frei, bin ich dann rausgefahren. Mhm. Also es gab vorher keine Bremssituation, wo du das hättest bemerken können? Nee. So. Und da hast du voll beschleunigt und dann ist es so gekommen, wie du es gerade beschrieben hast? Ja. Mhm.
Ja, hast du denn nicht Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Habe ich, aber ist bis jetzt noch nichts rausgekommen. Du wohnst auf dem Land? Ich habe auf dem Land gewohnt, ich bin jetzt auch umgezogen. Ja, und aber dann muss sich doch deine Familie und alle Beteiligten, alle müssen sich den Kopf doch zerbrochen haben, wer das gewesen sein könnte. Ja, das haben sie auch alle und haben auch alle ein bisschen geguckt, aber hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet oder irgendwas rausgekommen. Wer hat das Auto denn untersucht? Also es wurde dann von der Polizei beschlagnahmt und die haben das dann da untersucht. Ich weiß nicht, wie das da geht. Und dann haben die auch festgestellt, dass da was an den Bremsen nicht in Ordnung war. Ja, Moment, das ist ja ein großer Unterschied. Kann das sein, dass einfach nicht was in Ordnung war, dass es wirklich einfach ein Defekt war? Oder ist bewusst von einem anderen Menschen was manipuliert worden an den Bremsen? Ja, die haben festgestellt, dass da irgendwas an den Bremsschläuchen gemacht wurde. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, dann... Das ist ja richtig gruselig, das Ganze. Ja, und seitdem bin ich kein Auto mehr gefahren. Das heißt ja, da hat jemand in Kauf genommen, dich umzubringen. Der wollte dich umbringen. Ja. Also seit dem Tag bin ich auch jetzt kein Auto mehr gefahren. Ich habe meinen Führerschein zwar noch, aber bin jetzt auch nicht mehr gefahren. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ja, das verstehe ich. Und diese Ermittlungen der Polizei oder der Kripo sind im Sande verlaufen? Ja, die sind jetzt eingestellt worden, weil die nichts gefunden haben. Wann sind die eingestellt worden? Das war jetzt knapp vor, 2006 haben sie es eingestellt. 2006? Weil sie nichts gefunden haben und dann haben sie da Akte geschlossen. Ja. Das ist natürlich dann in doppelter Weise für dich sehr belastend. Einmal dieser unheimliche Vorgang, jemand wollte dich umbringen. War das dein Auto auch? Ja, das war mein Auto, das war mein erstes. Also es galt dann auch noch dir, quasi. Ja. So, und dann kriegst du auch noch die Beschuldigung von dem Vater deines Freundes. Ja. Nun ist dein Freund ja wahrscheinlich auch keine 14 Jahre alt, sondern in deinem Alter ungefähr, ne? Ja, der war 24. Okay, ja, okay. Das heißt, mich wundert, dass der von sich aus dann nicht mal irgendwann gesagt hat, ich rufe jetzt mal den Daniel an und wir müssen mal über die Sache reden. Ja, die sind auch, wie ich jetzt gehört habe, von guten Kollegen, die sind weggezogen. Und seitdem habe ich auch nichts von ihm gehört. Verstehe ich gar nicht, weil an seiner Stelle, er muss das da auch irgendwie gehört haben, dass die Bremsen, dass da irgendwas daran verändert wurde und dass es dich dann wirklich nicht trifft. Ja, gut, du hättest vielleicht auf der Landstraße nicht 100, du hättest vielleicht nicht mit 100 in die Kurve gehen sollen. Dennoch wäre ein Unfall passiert, auch wenn du langsamer gefahren wärst. Obwohl, wenn du langsamer gefahren wärst, wäre es wahrscheinlich alles nicht so schlimm geworden. Ja, aber dann habe ich auf den Kontakt aufzunehmen, dann kam mir nur sein Vater ans Telefon und hat gesagt, er ist nicht da, obwohl ich ihn gehört habe. Mhm. Also kam ich so gar nicht mehr zum Gespräch mit ihm. Mhm. Und das belastet dich sehr? Ja, ich habe außerdem dann jetzt auch ziemlich viel angefangen zu trinken, weil dass ich überhaupt mal nachts schlafen kann. Wenn ich da mal einschlafe, träume ich auch zwischendurch mal wieder davon. Verstehe. Und du bist weggezogen von da? Ja, ich wohne jetzt hier in Bettburg, in der Nähe von Köln. Ja. Da bin ich jetzt mich würde das wirklich ständig auch verfolgen, diese Frage, wer will mir an mein Leben? Oder wer will mir so schaden? Ja, stell ich mir heute noch die Frage. Ja, und das ist natürlich auch eine ganz schlimme Belastung, ne? Ja. Du sagst, du hast angefangen zu trinken? Viel? Ja. Ja. Was heißt, wie viel säufst du am Tag? Ja, es geht hin bis 2 Kisten Bier und 3 Flaschen Wodka oder so. So viel? Ja. 2 Kästen Bier und wie viele Flaschen Wodka? 3. Ach doch, nicht an einem Tag. Doch, ich stehe morgens immer früh auf und dann, weil ich dann einfach nicht schlafen kann, dann geht das morgens an. Heute auch? Nee, heute habe ich mal versucht, nicht zu machen. Du klingst relativ klar im Moment. Ja, ich habe heute auch versucht, nicht zu trinken. Was machst du denn? Ich gehe mal davon aus, dass du gar nicht viel machst, dass du keinen Job hast, ne? Okay, das geht ja gar nicht. Nee, das habe ich bis jetzt auch nichts gefunden. Hast du denn eine Ausbildung? Nee, ich habe damals eine angefangen. Die ist wurde dann ja wegen meinem Autounfall, dann musste ich die aufnehmen wegen meinen beiden Knien, weil die ja gebrochen waren. Das heißt, seit diesem Autounfall, 2005 sagst du, ne? Mhm. Ist dein Leben völlig zusammengebrochen. Ja. Es ist alles irgendwie schiefgelaufen seitdem. Ja. Was hattest du für eine Ausbildung damals angefangen? Als Pferdewirt. Als Pferdewirt? Ja. Wie ungewöhnlich.
Ja, ungewöhnlich. Jetzt wohnst du alleine im Moment? Nee, ich bin jetzt zu meinen Eltern hingezogen, weil die haben gesagt, die geben mir dann jetzt auch ein bisschen Halt. Ja. Aber alles klappt auch nicht alles so. Ja, wie soll es denn weitergehen? Ja, ich bin jetzt immer noch auf der Suche nach Arbeit und dann versuche ich das alles ein bisschen zu verdrängen, dass ich mein Leben jetzt wieder geregelt kriege. Das ist der falsche Weg, Daniel. Ich sag dir, das schaffst du nicht, das zu verdrängen. Wenn du es verdrängst, hängst du an der Flasche. Ja. Ich glaube, du musst richtig was mit dir machen und du hast jetzt hier bei mir angerufen und hast mit mir drüber gesprochen. Du musst mit jemandem Professionellem intensiv dich beschäftigen. Mhm. Mit einem Psychologen oder einem Psychiater, der auch Psychologe ist. Mhm. Ich habe große Sorge, dass du Alkoholiker wirst. Ja, das ist auch meine Sorge, dass das, wenn das so weitergeht, dass es auch passieren wird. Ja, und dann kannst du alles vergessen. Dann hast du gar keine Zukunft mehr. Das heißt, im Prinzip muss man dir wirklich helfen, mit diesen seltsamen Vorkommnissen klarzukommen. Du trägst ja an diesen Sachen eine äußerst geringe Schuld. Die Schuld besteht höchstens darin, dass du zu schnell gefahren bist. Aber das Hauptschlimme, was da passiert ist, ist ja nicht deine Schuld. Ja. Ich möchte gerne dich jetzt weiterverweisen oder weiterleiten an meine Psychologin, Daniel. Ja. Das ist die Magdalena heute Nacht. Und mit der kannst du mal ausführlich beraten, was du tun könntest. Ich empfehle es dir sehr dringend. Ja. Wir werden dir ein paar Telefonnummern geben, Beratungsstellen und so weiter, was du angehen könntest. Ja? Okay. Gut. Liebe Daniel, dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich. Ja. Tschüss. Okay. Tschüss. Und weiter geht es mit der Bianca. Bianca ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bianca. Was ist dein Thema? Ich habe ein Problem. Ich habe vor 2,5 Jahren eine Tochter bekommen, habe in der Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen und nach der Entbindung innerhalb von 8 Monaten die 30 Kilo wieder abgenommen. Mhm. Und dementsprechend sind meine Brüste ziemlich klein geworden, sind mittlerweile hängen die nur noch. Mhm. Und das ist so ein Problem, dass ich jetzt mittlerweile mit meinem Freund, mit dem ich seit 4,5 Jahren zusammen bin, seit 8 Monaten nicht geschlafen habe. Weil er nicht will oder weil du dich schämst? Nee, weil ich mich einfach schäme. Also er möchte schon, er versucht es auch immer wieder mal. Mhm. Sollten wir dann miteinander schlafen, dann ist das mehr oder weniger, ja, weil er das gerne möchte. Mhm. Dass ich das dann von mir aus, weil mir das auch leid tut, aber ich... Du hast keine Lust? Ich habe einfach keine Lust. Mhm. Weil wenn du dich im Spiegel ansiehst, du dich abstoßend findest? Ja, also es ist einfach... auch wenn ich duschen bin oder so und er dann reinkommt und irgendwas fragen will oder so. Also ich verstecke mich auch direkt und ich will auch gar nicht, dass er mich dann anguckt. Mhm. Ist das eine schwierige Frage für dich wahrscheinlich zu beantworten? Wenn ich das jetzt auf dem Foto sehen würde, würdest du sagen, dass das auch ein Außenstehender, nicht Betroffener sagen würde, ja, das ist schon ziemlich, sieht schon ziemlich krass aus? Oder würdest du sagen, naja, es ist eher so mein persönliches Empfinden, dass es schlecht aussieht? Ja, also ich finde schon eher, dass es ziemlich krass aussieht. Ich habe mit meinem Frauenarzt auch drüber gesprochen. Ja. Er hat mich ja auch vorher gesehen und er sagte auch, dass das schon dadurch, dass ich die 30 Kilo zugenommen habe, kann man sich das ja im Prinzip vorstellen wie ein Ballon. Mhm. So hat er mir das gesagt, den man halt aufpustet, wo eine Zeit lang die Luft drin ist und die man dann rauslässt. Ne? Also ich habe auch Schwangerschaftsstreifen an der Brust, aber das ist eher weniger, dass mich das stört, als dass die so hängen. Also deinem Frauenarzt ist das auch aufgefallen, dass das eine ziemlich heftige Auswirkung hatte, das Ganze? Ja, also es ist eben auch, also er sagte schon während der Schwangerschaft, ziehen Sie ein BH an, auf jeden Fall ein BH anziehen und das habe ich auch gemacht, aber es ist halt dadurch, dass dann auch so schnell dass ich so schnell abgenommen habe und überhaupt ist es ziemlich wenig geworden. Und das ist halt auch, wenn ich dann wirklich mal mich im Spiegel sehe, das tut also richtig weh. Ja. Also der Arzt sagt auch nicht zu dir, so schlimm ist es doch gar nicht. Das ist jetzt so eine Ermessensfrage. Also das sagt der Arzt nicht. Also der Arzt, der hatte gesagt, weil ich mit ihm auch drüber gesprochen habe, dass ich längere Zeit nicht mit meinem Freund geschlafen habe. Und dann hat er halt gesagt, ja, das ist normal nach der Schwangerschaft, dass man dann auch mal eine Zeit lang keine Lust hat. Mhm. Und das muss nicht
unbedingt an den Brüsten liegen. Das kann auch so sein, und aber ich habe einfach die Vermutung, dass es auch daran liegt, zum größten Teil. Mhm. Weil ich ziehe auch keine engen T-Shirts mehr an. Ich bin einfach nur noch irgendwie was Weites, dass man das gar nicht so sieht. Und hast du so ganz offen mit deinem Freund auch darüber gesprochen? Ja, habe ich auch. Und der sagt dann aber, das stört ihn nicht, ihm ist das egal. Ihm ist das egal. Also er hat gesagt, ihn stört das nicht, er findet mich hübsch, so wie ich bin. Mhm. Das glaubst du ihm auch, oder ist das so ein netter Spruch? Nee, ich glaube ihm das auch, weil ich merke das ja auch. Ja, ja. Also er verhält sich nicht anders mir gegenüber als jetzt vor der Schwangerschaft. Er ist eigentlich weiterhin ganz normal zu mir. Dennoch ist bei dir die Blockade da. Ja. Mhm. Das auch. Also ich habe versucht, mit meinem Arzt darüber zu sprechen. Und was sagt der Arzt? Er ist eher so, der sagte dann, ja, man könnte da ja eventuell Implantate reinmachen, und aber da müsste man dann auch wieder zum Psychologen, das müsste man sich alles genau überlegen, und es ist halt, wenn ich das auch sehe, wenn ich durch die Stadt gehe und dann die Frauen, ich meine, ich hatte vorher auch nicht, wer weiß wie große Brüste, ich hatte Körbchengröße B, aber es war halt irgendwie, es hing nicht alles so schlimm unter und es sah nicht so so laff aus, so leer alles. Wenn man dann in der Stadt die Frauen sieht mit den da vergleicht man sich. Man vergleicht sich dann, man sieht das und das tut schon richtig weh. Also es ist dann, dass ich das kurz sehe und dann den Blick auch direkt wieder, dass ich direkt wieder woanders hingucke, weil ich direkt wieder an mich denke. Wobei der Vergleich natürlich, das ist auch nicht immer gut, wenn man das macht. Weil es gibt immer Steigerungen, wo man sich mit vergleichen könnte, und man sieht nicht so doll aus wie die Person oder die Person. Das ist wirklich hast du denn den Eindruck, dass das so von Monat zu Monat, von Halbjahr zu Halbjahr schlimmer wird? Dass du daran leidest? An dem Leiden schon. Also es ist teilweise mittlerweile schon so weit, dass ich dann abends im Bett liege und am Weinen bin, weil ich einfach, weil es mich einfach stört, weil auch wenn ich dann duschen war und klar, man zieht sich ja an, man sieht es ja, und es ist ja im Prinzip, man kann ja gar nicht dran vorbeigucken. Also so diese objektive Erwiderung, dass man sagt, Mensch, Bianca, du hast ein gesundes Kind, gehe ich mal von aus? Ja. Ja, und du selbst bist gesund? Vor allen Dingen du bist gesund auch, da ist jetzt so ein kleiner Schönheitsmakel, das tröstet dich nicht? Nee, also das ist, ich meine, ich bin auch, ich arbeite auch schon mal zwischendurch als Standby fürs Fernsehen, so für diese Gerichtsshows und so, und da habe ich dann auch schon häufiger gehört, du bist hübsch und du siehst gut aus, und ich habe Fotos beim Fotografen machen lassen, der hat die dann bei sich auf die Website gestellt, hat mich ein Fotograf angerufen von einer Modelagentur, aber es ist halt irgendwie, ich meine... pass mal auf, das ist immer wirklich eine Ermessensfrage. Ich finde, wenn der Leidensdruck... Wenn der objektive Leidensdruck eine gewisse Höhe erreicht hat, finde ich es legitim, ernsthaft über eine Schönheitsoperation nachzudenken. Das sollte man nicht leichtfertig machen, weil man sich diesem ganzen Schönheitsscheiß auch nicht so unterwerfen sollte. Und vor allen Dingen sollte man immer im Auge behalten, jede Operation, jede Schönheitsoperation birgt immer Risiken. Und man muss auch das durchspielen, dass man vielleicht danach krank ist und man dann denkt, mein Gott, hätte ich lieber meine etwas hängenden Brüste und ich wäre gesund. Das muss man alles bedenken. Aber wenn man das alles bedacht hat und der Leidensdruck dennoch groß ist, finde ich es okay, wenn man sagt, ich mache mich erstmal schlau, guck mal, wie das Prozedere ist, wie teuer das wäre, um das Gewebe vielleicht etwas aufzubauen. Ich weiß ja nicht, was man da genau machen könnte, ob es gleich Implantate sein müssen oder ob es eine Straffung auch täte, weiß ich nicht. Ja, das ist irgendwie, also ich hatte mit meinem Frauenarzt gesprochen und er sagte, das ist halt auch wieder unheimlich teuer. Ja, und dadurch, dass unsere kleine Tochter, die braucht ja auch halt viel Anziehsachen und Windeln, und das ist ja alles... Klar. Muss ja alles sein, kann man ja nicht einfach weglassen. Mhm. Und daher sind auch leider nicht so die finanziellen Möglichkeiten da, dass ich da irgendwie, also ich mache mir seit Monaten Gedanken darüber,
weil ich früher nie so, ich habe immer gesagt, die Silikonbrust, das sieht nicht echt aus und das gefällt mir nicht. Und das ist einfach so, ich habe früher immer so einen großen Abstand dazu gehabt. Und jetzt mittlerweile, wenn ich das überlege, wie die Frauen das in den Talkshows sagen und sie waren schwanger und haben das auch gehabt, dann kann ich es mittlerweile verstehen. Mhm. Mach aber bloß den Fehler nicht, Bianca. Wenn du dich jetzt irgendwie innerlich entscheidest, du möchtest irgendwann eine Operation anstreben, dass du jetzt auf ein unseriöses Billigangebot im Ausland eingehst. Um Gottes Willen. Mach es. Davon hört man oft genug. Genau. Ja. Das ist schon, also da würde ich wirklich dann mit meinem Frauenarzt ausführlich drüber sprechen. Mach es bei einem seriösen Chirurgen hier in Deutschland. Ja. Also ja. Das ist schon wichtig. Aber ist natürlich, ich habe auch Angst davor. Aber ich fühle mich einfach nicht mehr wohl. Es gibt schon natürlich auch Frauen, die auch so einen Leidensdruck haben oder vielleicht noch stärker hatten oder wie auch immer, wie du es jetzt geschildert hast, die dann so eine OP haben machen lassen und sich richtig gut fühlen danach. Mhm. Und die sagen, Mann, das war genau das Richtige. Aber, wie gesagt, das muss sehr, sehr genau bedacht werden, gut beraten werden, auch von den Ärzten deines Vertrauens, Hausarzt, Frauenarzt ist immer gut, mit denen du guten Kontakt hast. Und wenn du das nicht mental hinkriegst, dass du sagst, ich bin jetzt so und ich akzeptiere mich, wie ich bin. Mhm. Und das immer schlimmer wird, dann leg dir einfach einen Sparstrumpf an und dann sparst du auf so eine OP. Das ist der einzige Weg. Was sagt denn dein Freund dazu, wenn du mit einer OP ankommst mit dem Thema? Ja, also ich habe mich mit ihm auch schon drüber unterhalten und er sagte, wenn ich mich dann wohler fühlen würde und es mir besser gehen würde, weil er sieht auch, dass mich das einfach runterzieht. Mhm. Aber es ist ja ein guter Typ, er hat ja genau die richtige Einstellung. Ja. Also er blockiert das jetzt nicht, er liebt dich jetzt so, wie du bist, das ist ja toll und er würde dich dann genauso akzeptieren, wenn du das gerne möchtest. Ja. Also er hat gesagt, er hätte auf jeden Fall kein Problem damit. Er wird sogar mich unterstützen, wo es geht. Einfach, wenn er mich dann wieder glücklicher sehen würde und wenn es mir dann auch wieder körperlich und seelisch besser gehen würde. Genau. Da wird er dann auch halt sein Bestes tun. Und das ist, also da bin ich schon eigentlich unheimlich stolz drauf, dass ich. Also ich glaube, ich habe dir so meine Meinung, die ich dazu habe und aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, habe ich dir jetzt so gesagt. Du musst halt den Zeitpunkt abwarten und vor allen Dingen ist, ich sag's nochmal, wirklich sehr gut und genau überlegen. Aber das tust du schon, das merke ich schon. Definitiv. Ja, es ist halt einfach, man macht sich die Gedanken, ne? Was gibt es für Möglichkeiten? Ich habe irgendwann mal versucht, so für mich einfach mit Socken auszustopfen, einfach mal zu gucken. Ja, es hört sich vielleicht auch lustig an, aber einfach mal zu gucken, wie ist das für mich, wie fühle ich mich da drin? Und ich habe mich einfach unheimlich wohl gefühlt. Es war einfach für mich ein ganz anderes Gefühl, ne? Obwohl ich wusste, das ist immer noch so, aber ich habe mich ganz anders gefühlt auch. Bianca, ich wünsche die richtige Entscheidung, wann immer sie dann auch fallen wird. Ja. Und dann auch die gute Unterstützung von deinem Freund, aber die hast du ja, wie du gerade erzählt hast. Alles Gute von Herzen. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Jo. Tschüss. Hier ist Katharina. Katharina ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Katharina. Was ist dein Thema? Ich wollte erzählen, dass ich einen Freund habe, der psychisch ist da völlig kaputt, eigentlich. Aber ich muss da halt mit leben. Das ist... Was ist es? Er ist zum Beispiel in Behandlung, weil er hat Angst vor Menschenmassen, überhaupt vor Menschen, die er nicht kennt. Ist zwar viel im Internet, unterhält sich mit vielen, schreibt mit vielen, macht auch Internetradio, aber der kann zum Beispiel nicht jetzt einkaufen gehen, mal eben so. Der kann nicht rausgehen, der kann nicht sagen, so, ich habe jetzt Lust, irgendwie schwimmen zu gehen und mal eben rausgehen. Der muss dann seine Tabletten nehmen. Also lebt er sehr zurückgezogen? Ja, sehr. Also ist das dein Freund, dein Partner oder ein Freund? Nein, das ist richtig, mein Partner. Das ist dein Partner. Schon wie lange? Jetzt etwas über einem Jahr. Ja. Wie hast du ihn überhaupt kennengelernt, wenn er so scheu ist und nicht rausgehen kann? Ja, ich habe ihn über das Internet kennengelernt. Ich habe ihn ein Jahr zuvor circa, wo ich ihn das erste Mal angeschrieben habe, habe ich ihn auf einem Konzert gesehen, da war er mit Freunden. Und auch vom Weiten und habe ihn dann im Internet halt
wiedererkannt, habe ihn angeschrieben, weil er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Ja, und da haben wir uns regelmäßig geschrieben und er sagte, oder schrieb mir direkt, ja, da ist aber der Haken, ich kann nicht mal eben so mit dem Kaffee trinken gehen. Aber er ging auf ein Konzert. Ja, das ist dann... Das ist doch ungewöhnlich. Das ist dann schon wieder die Sache, er hat dann diese Medikamente drin. Das sind Oxas, sagt er dazu. Das ist die Abkürzung dafür. Die kriegt er ja verschrieben. Also er ist dann in psychiatrischer Behandlung? Ja. Ärztlicher Behandlung? Und er bekommt da richtig diese harten Tabletten halt. Hat er einen Namen für seine Erkrankung? Das sind sämtliche Phobien. Also er hat, das ist ja, wie heißt das, wenn man gegen Menschen halt Panik kriegt vor Menschen. Ja, Sozialphobien und... Ja, vor Spinnen hatte Angst. Was macht, wie alt ist er? Er ist 33. Und hat er eine Arbeit? Das geht doch gar nicht dann, oder? Nee, geht nicht. Er ist krankgeschrieben. Er muss auch immer wieder halt vom Psychiater ein Schreiben vorlegen, dass er halt nicht arbeiten kann. Wie gestaltet ihr denn dann eure Beziehung? Hauptsächlich bei ihm zu Hause? Oder wie geht das? Ja, mittlerweile ist es halt so, dass ich jetzt, ja, am Anfang war es nicht ganz so schlimm. Da hatte er wieder so eine Phase, wo es ihm ganz gut ging. Da hatte er auch gerade, er macht Musik. Und da hatte er gerade sein Album fertig. Da ging es ihm eigentlich ganz gut. Aber wenn wir dann rausgegangen sind, da waren dann schon irgendwie, mindestens 8, 9 von diesen Tabletten, die er dann halt nehmen musste, um rausgehen zu können. Die waren dann schon... Das heißt, so ganz locker mal ins Kino gehen, mal was essen gehen, das ist gar nicht möglich. Nee, das ist gar nicht möglich. Wie schaffst du das? Wie gehst du damit um? Ja, das ist so die Sache. Ich rede halt viel mit ihm darüber. Anders kann man das gar nicht. Man muss versuchen, das zu verstehen. Belastet es dich nicht dennoch? Ja, es belastet mich in der Hinsicht. Er hat so Phasen. Jetzt zum Beispiel ist er angespannt, weil er braucht zum Beispiel einen neuen Synthesizer, kann ihn sich nicht leisten. Und dann sitzt er halt zu Hause. Er war jetzt die letzten, 4 Monate zu Hause, musste ich immer zu ihm fahren, um halt ihm wieder beizubringen, rauszugehen unter Menschen. Und ich stelle es mir belastend vor, du ja auf eine gewisse Normalität verzichtest. Ja, das auf jeden Fall, weil ich muss ja auch immer gucken jetzt, ich muss ihn vorher fragen, wie geht's dir heute, kann ich zu dir kommen? Oft sagt er zum Beispiel, nee, komm jetzt nicht, ich habe was anderes zu tun oder ich stehe unter Druck. Er steht dauernd unter Druck. Wie lange hat er denn diese Erkrankung schon? Das hat er jetzt schon über 6 Jahre. Über 6 Jahre. Ja, schwere Kindheit gehabt und alles. Er hat mir Sachen erzählt, die fand ich auch schon nicht mehr lustig. Hast du den Eindruck denn, dass er... in guten therapeutischen Händen ist? Oder hast du den Eindruck, dass er nur, sage ich mal in Anführungszeichen, mit Medikamenten behandelt wird? Ja, es ist schwer, ihn richtig zu behandeln. Also er hat jahrelang das versucht zu behandeln oder behandeln zu lassen. Er war in einer Klinik. Er hat auch versucht, von den Medikamenten runterzukommen. Und jetzt seitdem ich mit ihm zusammen bin zum Beispiel, ich gebe ihm wohl Kraft. Achso, natürlich, das kann natürlich eine große Kraftquelle für ihn sein. Ja, er hat jetzt halt Menschen, die ihm zuhört und ihn ernst nimmt. Wie ist die Perspektive, wenn du davon ausgehst, dass sich so gravierend in nächster Zeit bei ihm nichts verändert? Ist es für dich okay, dass du sagst, okay, es bleibt dann halt so, wie es ist und ich muss mich darauf einstellen? Nee, ich sehe ja, dass sich viel verändert. Ich sehe das. Findet er zum Beispiel so toll, dass ich wirklich sehe. Da ist also die Hoffnung, dass da mehr Normalität reinkommt in euer Leben. Die ist auf jeden Fall da, weil ich bin Mutter von diesem 6-jährigen Kind und der hat meinen Sohn zum Beispiel noch nicht kennenlernen können. Ach, er war noch nie bei dir zu Besuch? Doch, 3-mal, aber da war jedes Mal mein Sohn zum Beispiel nicht da, meine Eltern in Urlaub oder so. Und das möchte ich ja jetzt auch demnächst mal hinbekommen, dass die sich kennenlernen. Und was ist, wenn du den Jungen mit zu ihm nimmst? Ja, da ist ja kein Platz. Er hat halt nur eine Einzimmerwohnung und naja gut, aber in meiner Stunde kann man ja mal den Jungen mitnehmen. Ja, ich muss ja, er wohnt ja 3 Städte weiter, müsste ich den Kleinen mit im Zug nehmen. Achso, also umständlich. Und die Sache, dass ich zum Beispiel schon vor verschlossener Tür stand und er mich nicht reingelassen hat. Achso. Katharina, die Sendung ist jetzt vorbei. Wenn du vielleicht noch einen Rat von meiner Psychologin haben möchtest, rufen wir dich nochmal an.
Ja, gut. Okay, dann machen wir das. Du legst auf und wir rufen gleich nochmal zurück. Ja, gut. Alles Gute, ja, tschüss. Auch so, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik heute war Matthias Neef. Jetzt ist das Pfingstwochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch ein gutes, ein schönes Pfingstwochenende. Bis dahin, ciao.